Düsseldorf, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Die kulturreiche Stadt am Rhein ist nicht nur die Geburtsstadt der elektronischen Musik und jene Stadt, in der erstmals BTX getestet wurde. Düsseldorf ist auch ein Ort der Digitalkultur. Die Initiative Digitale Stadt Düsseldorf hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt am Rhein zu einer europaweit führenden Multimedia-Metropole zu entwickeln. Ein etwas kleineres Projekt wollen wir euch heute vorstellen. Ufo.org ist eigentlich aus einer ziemlich durchzechten Nacht in der Altstadt im Jahr 2001 entstanden, war eine oder ist eine Bastler-Community gewesen und ist es auch immer noch mit wechselnden, nicht Mitgliedern, aber Leuten, mit denen wechselnd immer in Projekten engagiert sind. Und wir haben das irgendwann mal auf einer Homepage bündeln wollen, um einfach auch der Öffentlichkeit mal zu zeigen, hier, wir haben Retro-Projekte laufen, wir haben ein Bulletin-Board-System, eine Mailbox laufen, wir beschäftigen uns ein bisschen mit der abseitigen Technologie im 21. Jahrhundert. Viele Projekte, Bastelprojekte, Softwareprojekte, die sich im weiteren Rahmen mit Retro-Computing, Commodore-Computern und dem Raspberry Pi beschäftigen. Das größte Projekt ist sicherlich die Wintermute BBS, die von Ufo.org gehostet wird. Eine kleine ANSI-Mailbox basierend auf Synchronet-Software, die auf einem Raspberry Pi in meinem Regal läuft. Die Wintermute BBS ist seit dem Jahr 2009 online und läuft derzeit mit der Synchronet BBS-Software. Ein kleiner Ausritt auf die Mystic BBS-Software im Jahre 2015 war jedoch nicht von Dauer. Wenige Monate nach dem Wechsel ging es back to the roots for the Mute. Die Mailbox, welche unter dem Kreativaktionismus von Ufo.org entstand, zeichnet vor allem der puristische ASCII-Stil aus. Neben benutzerfreundlichen Menüs gibt es auch eine Unix-Shell-Eingabe. Selbstverständlich kann der User auch zwischen Deutsch und Englisch wählen. Mailbox, Bastelprogramme für Lötkolbenschwinger und Indie-Software klingt schon mal ganz gut. Aber gibt es da noch etwas Besonderes? Ufo.org ist insofern interessant, als dass die Webseite nicht auf einem statischen Webserver läuft, sondern das Ganze läuft als Microservice in einem Docker Swarm Cluster, der auf Raspberry Pi Computern betrieben wird. Bevor wir tiefer ins Regal schauen, wie kann man auf seiner privaten Internetleitung eine Webseite hosten? Das ist natürlich eine der schönen Sachen in unserer heutigen Zeit mit den heutigen technischen Mitteln. Ich habe mir schlicht und ergreifend per Abonnement über OpenVPN eine statische IPv4-Adresse bei einem Anbieter in Stuttgart gemietet. Ein Infrastrukturserver, ein Monitoring-Server, die Wintermute BBS, ein Open Media Vault NAS, ein Docker Swarm Cluster und ein RAID 1 System mit 64 GB SSD. Docker ist eine Container-Virtualisierung. Das ist eine Form von Virtualisierung, wo ich nicht gleich eine ganze Maschine virtualisiere, sondern wo ich Dienste, einen Webserver, eine MariaDB-Datenbank, einen OpenLDAP-Server virtualisiere. Ich habe meinen Application-Stack in verschiedene Komponenten heruntergebrochen. Das nennen wir sogenannte Microservices. Ich kann diese Microservices skalieren. Ich kann bei Lastspitzen Dienste in mehrfache Ausführung parallel fahren lassen. Ich kann bei Hardwareausfall diese Dienste auf einem anderen Blade ähnlich wie in der Hochverfügbarkeit fahren lassen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, dass ich sehr dynamisch einzelne Teile dieses Application Stacks im Sinne von Updates oder Software Patches dynamisch und agil austauschen kann. Zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt hier am Laufen habe, was man hier jetzt auch sieht. Die Homepage, die ufo.org, skaliert fahren. Das heißt, ich habe zwei Webserver-Instanzen laufen, die halt eben dadurch eine höhere Last auf die Homepage abfangen können, wenn mehr Requests reinkommen.
Ich habe überdies die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel einen dieser Pies warten muss, Dienste zu migrieren auf einen anderen Cluster beziehungsweise dort hoch zu skalieren und den Pi quasi, wie man das auch schon von einem vSphere Cluster kennt, von einem reinen Virtualisierungscluster, die Hardware quasi freischaufeln für Wartungszwecke. Es gibt ein paar Sachen, die auf einzelnen Pis laufen, namentlich der Infrastrukturserver, das heißt Cups-Printdienst, an dem hängt der Laserdrucker. Die bunten LEDs im Regal werden vom Infrastrukturserver gesteuert. Da hängt außerdem ein DVB-T2-Stick dran, mit dem ich die öffentlich-rechtlichen Programme hier für Kodi bereithalten kann im lokalen Netz. Die Wintermute BBS ist selbstverständlich auch eine native Geschichte, die läuft also dediziert auf einem Raspberry Pi 3. Das ist auch nötig, denn Synchronet benutzt im Hintergrund ein JavaScript-Engine, dafür muss man schon ein bisschen Rechenpower haben. Monitoring-Server ist keine Docker-Instanz, ich halte es nicht für klug, Monitoring-Systeme zu virtualisieren, aus offensichtlichen Gründen. Und natürlich auch das NAS, das Open Media Vault, das auf dem Raspberry Pi läuft, ist natürlich auch nicht gedockert, sondern eine native Geschichte. Ganz fiese Sache, hätte ich nämlich sehr gerne gemacht, Synchronet BBS in einem Docker fahren. Das geht grundsätzlich schon. Ich benutze aber für die Persistenz meiner ganzen Daten hinten raus ein NFS-Storage. Und da gibt es leider mit Docker und Synchronet auf dem Raspberry Pi, vielleicht ist es unter Intel eine andere Situation, grobe Probleme mit dem Locking. Daher, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat, wo ich aber noch nicht eine perfekte Lösung gefunden habe. Ich fände es interessant, wenn bei U4.org wieder ein bisschen mehr Hardware-Projekte im Vordergrund stehen. Wir haben die letzten Jahre mit Contiki BBS, mit der Synchronet Mailbox und einigen anderen Projekten, MicroQuest Maker und so weiter, viel in der Software-Ecke gearbeitet. Und es wäre schön, dass wir neben dem Raspberry Pi Rover, den wir auf der U4.org natürlich auch prominent featuren, irgendwann mal wieder ein Hardware-Projekt haben, vielleicht auch mit einem Anklang an Mailboxen. Thank you.